Hallo, Paraguay Live, ich grüße euch, ich bin der Pit und wie gesagt, herzliche Grüße an alle YouTube-Freunde. So, vielen Dank nochmal für eure Fragen und ihr fragt immer, Pit, zeig doch ein bisschen, wie das ja mit deinen Gästen ist. Was macht ihr denn den ganzen Tag? Worüber spricht ihr und so weiter? Feiert ihr auch? Was macht man denn da überhaupt? Klar, man macht natürlich viele Sachen. Nicht nur essen, nicht nur grillen, nicht nur trinken, sondern man macht Ausflüge und. Super Thema, werde ich sicherlich mich dran halten. Und in diesem Video ein paar Eindrücke von den letzten Gästen. Das heißt, wie wir ein bisschen feiern, ein bisschen von unserem Abschied, wo wir zum Flughafen die Gäste hingebracht haben. Und. Also, bleibt dran, falls ihr Interesse habt. Es lohnt sich. So, da sind wir jetzt wieder Paraguay Live, wie gesagt, mit unseren Gästen. Und der liebe Frank hat uns ja eingeladen. Das ist ja toll, vielen Dank erstmal. Das Essen, denke ich mir, schmeckt genauso, wie es aussieht. Ja, Frank hat noch nichts. So funktioniert das. Funktioniert. Alle schön lächeln. Lächeln. So, schau mal, was der liebe Frank da uns da mal vorbereitet hat. Ich werde mich ja Licht machen. Ei, wird es zu dunkel? Naja, es geht. Ja, sieht ja doch lecker aus. Die Kohle frei, ja? Nee, die Kohle war vegetarisch. Ja? War ein Naturprodukt. Genau. Wir trinken nur alkoholfreie Getränke. Wie man sieht, aber lecker sind die trotzdem. Ja, die müssen ja mal durchziehen. So. Du bist auch so liegt, dann. Du bist auch windig. Ich glaube, kann jemand das auch übernehmen, wenn du möchtest, aber bin ich nicht sicher. So, da sind wir jetzt schön beim Essen. Ich sage nicht beim Trinken, sondern beim Essen. Stimmt's auch? Stimmt. Bis jetzt zumindest. So, das ist unser guter Koch, der beste Frank. Ach, so war das Video, da habe ich mal gesehen. Tolle Leistung, also wirklich. Gut ab, ne? Das ist unser lieber Jan. Rechte Hand von Koch. Rechte Hand, genau. Hat's geholfen. Ja. Zumindest beim Einkaufen. Alles überwacht. Genau, alles überwacht. Und ist wirklich top. Wo ist er, mein Daumen? Na, ja. Da ist er. Genau, danke. So, und das ist unsere. Unsere. Wo ist sie denn? Da ist sie doch. Ach, gegen das Licht. Da ist sie. Unsere Gabi. Ne? Ja, genau, ein bisschen da, so. Und, ja, wo bin ich denn? Ach, da muss ich die Kamera wieder umdrehen. Machen wir einmal mal eine Runde. Da, so. Da bin ich. Da. Da. Der sieht cool aus, der Typ. Immer noch. Und beim Essen, genau, so. In der gleichen. So, schauen wir mal. So. Ja, und so sieht es aus. Nachdem die Gäste so abgefahren sind, alles ein bisschen traurig, viel ruhiger, aber so funktioniert das halt. So, hier der überdachte Bereich, wird alles schön sauber gemacht und wieder neuen Gästen zur Verfügung gestellt. Ja, und so sieht das Zimmer aus. Also, es wird logischerweise aufgeräumt, obwohl es schon super sauber ist. So, dahinter noch ein kleiner Schrank, sitzt man wahrscheinlich schlechter. Ja, so halbwegs. Jetzt sind wir auf dem Flughafen in Asunción. Oder besser gesagt, in Luca. Also ganz nett, klein, aber fein. So, Wetter, wie man sieht, perfekt. Hallo, wir sind wieder am Flughafen. Glücklich angekommen, viele Tage später.
Das ist eine schöne braune Farbe, ne, auf dem Gesicht. Ne? 3 Wochen sind vorbei. Schön braun geworden. Top. 3 Wochen ist eins ganz nett, denke ich. Ne? Super, super. Bin ich begeistert. Das Wetter war auch top, bis auf 3-4 Tage, wo es etwas geregnet hat. Da muss man auch sehen. Genau, da muss man durch. So, der Flughafen, der ist super. Das Wetter ist auch super, werde ich euch später zeigen. Und hier hört man, glaube ich, etwas von den Autos. So, da sitzt noch die Gabi. Und Frau von Peter, auch vielen Dank für euren Besuch. Wie gesagt, genau. Ich habe Spanisch gelernt und wir haben auch mal angelernt. Das ist mal wichtig. Ich möchte nur noch 2 Worte sagen, ich versuche auf Spanisch. Muchas gracias, lieber Pitz. Gern geschehen, de nada. Also bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und die Gabi sagt auch vielen Dank und gracias. Also bis zum nächsten Video. Mach's gut. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch einen kleinen Einblick in unser Leben, in das Leben unserer Gäste mit diesen kurzen Videos geben und hoffe auf weitere nette Gäste. Also, wie immer, Likes nach oben, den Kanal bitte abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt, um nichts zu verpassen. Und wie gesagt, wie immer, eure Kommentare bitte unten aufschreiben. Sämtliche Fragen für die nächsten Videos. Okay, also mach's gut. Wie immer, auf der linken Seite gebe ich weitere empfehlenswerte Videos von unserem Kanal. Falls ihr Fragen habt, immer schön unten aufschreiben bitte. Ja, danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.